Was geht ab, YouTube, und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Mein Name ist André und heute habe ich natürlich wieder neue Informationen zu diversen Themen für euch. Drei habe ich mir wieder ausgesucht, bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Wenn du da draußen in Zukunft eben auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, unter anderem zu Cyberpunk 2077. Watch Dogs Legion wird hier auf dem Kanal übrigens sehr stark thematisiert. Gelegentlich kommen auch Infos über AC Valhalla und natürlich auch Far Cry 6. Und der Hauptmerkmal des Kanals in Sachen Konsolenbereich ist die Xbox Series X. Also, wenn du da auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, dann abonniere doch gerne diesen Kanal. Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn dir das Ganze logischerweise gefällt. In diesem Sinne sage ich ab zu den Infos. Die erste Information, die ich für euch habe, würde sich halt um das kommende Xbox-Event drehen, das am 23. Juli stattfindet um 18 Uhr. Da wurden nun neue Details bekannt gegeben. Unter anderem wird diese Präsentation in 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde laufen. Und dann hat man auch nochmal gesagt, dass im direkten Anschluss an dem Event dann die jeweiligen Trailer zu den Spielen und auch das Event an sich nochmal vereinzelte Abschnitte des Events in 4K bei 60 Bildern pro Sekunde hochgeladen werden. Also nach dem Event kann man sich das Ganze dann einigermaßen in der Grafikpracht anschauen, wie es dann vielleicht annähernd aussehen wird. Und das Event an sich wird halt in 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde. Verwundert eigentlich auch nicht, denn wenn wir ehrlich sind, gerade bei den Bitraten, die man im Livestream verwenden kann, kann man eine Grafik und so weiter nicht in einem Trailer sehen. Man kann sehen, okay, wo geht der optische Weg hin, aber so richtig Grafik wird man in einem Trailer einfach nicht sehen können. Im Anschluss, wie gesagt, steht das Ganze dann in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde zur Verfügung. Es wurde auch nochmal klar gemacht, dass dieses Event circa eine Stunde gehen wird und auf diesem Event werden nur Spiele gezeigt. Es dreht sich wirklich nur um die Xbox Game Studios und eben eventuell Spiele von Drittanbietern. Da wurde jetzt nicht weiter drauf eingegangen, aber es wurde im Vorfeld schon mal in der Vergangenheit wurde das Ganze schon mal so thematisiert, dass eben auch Spiele von Drittanbietern dort sein werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir dort nochmals was zu Assassin's Creed Valhalla zu sehen bekommen. Einfach Valhalla auf der Series X. Kann ich mir sehr gut vorstellen, da man ja dort wieso in Partnerschaft ist. Ja, das wurde nur nochmal genauer gesagt. Es dreht sich wirklich nur um Spiele, also erwartet keine Hardware-Details, erwartet keine Business-Einträge oder Statistiken und erwartet auch keinen Preis. Solange Sony, denke ich mal, dort noch keinen Preis rausgehauen hat und dort die ersten Vorbestellungen laufen, wird Microsoft, denke ich mal, sich bedeckt halten, denn sie wollen halt dementsprechend ihren Preis anpassen. Es ist ja immer wieder die Rede davon, dass man 50 bis 100 Dollar günstiger sein möchte als dann eben die Konkurrenz. Und da müssen wir einfach abwarten, was da alles noch passiert. Ich kann mir vorstellen, dass im August, ich glaube, da wird auch nochmal ein Sony-Event stattfinden, so wie ich es mitbekommen habe, dass dort im August dann nochmals Details eben zu den jeweiligen Konsolen gezeigt werden, auch seitens Microsoft, und dass vielleicht dann dort ein Preis genannt wird, vielleicht sogar mit der Enthüllung der Xbox Lockhart oder Xbox Series S. In diesem Sinne würde ich sagen, ich glaube, zu dem Thema habt ihr erstmal genug Infos, weiter geht's. Ebenfalls noch eine kleine Xbox-News, die man bekannt gegeben hat, ist: zum Start der Xbox Series X werden fast alle Xbox One-Spiele kompatibel sein. Lediglich eben die Kinect-Spiele würden wegfallen, da diese kleine Ausnahme darstellen würden, da man eben für die Zukunft erstmal nicht mehr auf Kinect setzen möchte. Bedeutet, zum Start der Xbox Series X könnt ihr alle eure Xbox One Spiele mitnehmen und würdet auch von einer Leistungssteigerung profitieren. Dementsprechend würde halt ein HDR-Effekt, sofern ihr ein 4K-Gerät habt, hinzugefügt werden. Ihr könntet wahrscheinlich, werdet die FPS werden erhöht, sofern das Spiel das dann unterstützt und sofern dort natürlich schon Upgrade zur Verfügung steht. Das wurde ja in der Vergangenheit schon mal thematisiert, dass eben auch Xbox One-Spieler halt von der Leistung der Xbox Series X profitieren sollen. So sollen zum Beispiel Spiele, die in 30 Bildern pro Sekunde liefen, eben in 60 Bildern pro Sekunde laufen, und Spiele, die in 60 Bildern pro Sekunde liefen, sondern eben in 120 Bildern pro Sekunde laufen. Wie das Ganze dann am Ende aussieht und wie viel davon zum Start zur Verfügung steht in Sachen Upgrade, das bleibt natürlich offen. Wichtig ist aber auf jeden Fall schon mal, ihr könnt wirklich alle eure Spiele, also alle, was ihr aufgebaut habt an Spiele für die Xbox One, könnt ihr problemlos auf der Xbox Series X mitnehmen. Zusätzlich möchte ich noch anmerken, dass auch Microsoft bekannt gegeben hat, dass Project xCloud ab September hierzulande auch starten wird. Dann hat nämlich jeder Zugriff darauf. Es ist kostenlos für diejenigen, die den Xbox Game Pass Ultimate besitzen. Das ist sehr wichtig,
Denn der Xbox Game Pass Ultimate ist in dieser Xbox Game Pass, den ihr für PC und Konsole habt. Also das ist der etwas bessere Game Pass, wenn man so möchte, für diejenigen, die ein bisschen mehr zahlen oder die sich das Ganze dann halt in, ich sag jetzt mal, Angebote wie November, da ist es um Black Friday rum immer, für 1 Euro wird es halt auf dem die Länge des Xbox Live Gold Status angerechnet, also dann startet Project xCloud. Mit Project xCloud habt ihr dann eben die Möglichkeit auf eurem Tablet, auf euer Smartphone und so weiter die Xbox Game Pass Spiele zu spielen. Das sind über 100 Spiele und auch immer dabei sind natürlich die neuen Kracher aus den Xbox Game Studios. So können natürlich auch alle, die eben in dem Besitz eines Xbox Controllers sind, ein Smartphone haben oder eben ein Tablet haben, die können dann Zugriff auf den Xbox Game Pass streamen, die Spiele über Project xCloud und können dann auch direkt mit Halo Infinite zum Beispiel loslegen. Finde ich persönlich eine echt coole Sache. Klar muss man hier da Grafikabstriche hinnehmen, allgemeine Leistungsabstriche, da man eben das Ganze streamt und auf dem Tablet oder eben auf dem Smartphone. Aber es ist auf jeden Fall gerade für unterwegs eine echt coole Sache. Finde ich mega. Ab zur nächsten News und zur letzten News. Und dann habe ich noch weniger eine News für euch, eine Neuigkeit, sondern mehr eine Entwicklung, die zu beobachten ist, die schon echt stark ist. Und warum ich der Meinung bin, lohnt sich Konsolen schon fast immer mehr. Zumindest für die Menschen, wo ich mal sage, die nicht regelmäßig zocken, die mehr die Gelegenheitsspieler sind und sagen, einfach mal ein bisschen daddeln, da lohnt sich eine Konsole schon fast mehr. Denn noch jetzt ist rausgekommen, das Watch Dogs Legion, das Spiel, was hier auf diesem Kanal halt sehr stark thematisiert wird, auch für die Zukunft, eben sehr Hardware-Hunger ist. So wurde das Spiel bei einer Full-HD-Auflösung bei höchsten Grafikeinstellungen, die eben dann möglich war, immer wohlgemerkt bei der Full-HD-Auflösung, ist es nicht möglich, mit einer RTX 2080 Ti die 60 Bilder pro Sekunde zu halten. Das finde ich persönlich schon heftig, wenn man bedenkt, was diese Grafikkarte kostet, was diese Grafikkarte auf dem Kasten hat, dann ist es schon heftig, dass dort halt so viele Einbußen hingenommen werden müssen. Dementsprechend, weil die 2080 jetzt nicht gerade eine Grafikkarte ist, die jedermann hat, sondern man tummelt ja mehr weiter unten, ne? 2070 super und dann doch vielleicht ein bisschen darunter, einige noch eine 1080, die sagen, sie wollen einfach nur daddeln, die müssen schon sehr weit runterschrauben, denn viele wollen ja immer in einer WQHD-Auflösung auch spielen, haben dementsprechend auch den jeweiligen Monitor und da sieht man ja schon, da könnte es schon echt knapp werden, dass man vielleicht sogar auf Mittel, Grafikeinstellungen, Mittel bis Niedrig, irgendwas dazwischen gehen muss. Natürlich ist immer noch Optimierungszeit bei dem Spiel, es kann immer noch hier und da was optimiert werden, es soll auch Kantenglättung mit DLSS geben, bedeutet einfach, dass die Kanten noch schärfer gemacht werden und aufgrund dieses DLSS-Verfahren könnte man dort halt noch einen Performance-Schub bekommen. Allerdings sind die Aussichten ja, ich meine, Ubisoft ist nicht gerade dafür bekannt, sehr viel Zeit in die Optimierung zu stecken, sondern lieber die Spiele so wie sie sind dann halt, so wie sie geschaffen haben, die dann auch gut sind, eben zu veröffentlichen und nicht, beziehungsweise haben vielleicht nicht die nötigen Ressourcen, um so viel Zeit da reinzustecken, die Spiele auch noch bis aufs kleinste Detail zu optimieren. Ist auch schon mal heftig und zeigt einfach nur, bin ich der Meinung, dass eine Konsole sich dort mehr lohnen kann. Die Spiele sind einfach direkt für diese Konsole optimiert. Spiel reinlegen, warten bis der Day One Patch runtergeladen ist und losdaddeln. Dann hat man eben die Grafik, die möglich ist. Und da aufgrund der Tatsache, dass die Spiele eben für Konsolen optimiert werden, sieht es dann auch meist deutlich besser aus als gewisse Grafikeinstellungen. Man kann nicht immer Vergleiche ziehen, dass man jetzt sagt, okay, Watch Dogs Legion würde jetzt auf der Series X mit Mittelgrafikeinstellungen eines PCs laufen. Das kann man nicht machen, da diese Spiele eben anders optimiert sind für die Konsolen. Bedeutet einfach, dass man nicht genau sagen kann, läuft das Spiel jetzt vergleichbar mit einem PC in mittlerer Grafik, in hoher Grafik. Meistens ist es die hohe Grafik mit noch ein paar anderen Features, die dann ausgeschaltet sind, andere Features, die eingeschaltet sind. Man kann halt bei einer Konsole von Entwicklerseite aus noch ein bisschen mehr optimieren, beziehungsweise den Feinschliff halt machen, damit die Spiele halt noch besser aussehen. Dann ist der Konsolenmarkt auch der größere Markt, das ist einfach so. Es werden einfach mehr Konsolenspiele verkauft, dementsprechend setzt man halt natürlich mehr Zeit in die Entwicklung, in die Optimierung der Konsolenspiele, dass man die dahingehend halt optimiert, statt eben diese PC-Spiele und in der RTX 2080. Finde ich persönlich sehr heftig. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr bis hierhin das ganze Video angeschaut habt. Lasst dem Video gerne ein Däumchen da, abonniert den Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Hoffentlich in einem Video, was noch ein bisschen qualitativ hochwertiger ist und wo ich mehr auf ein jeweiliges Spiel eingehe. Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6
Watch Dogs Legion oder Cyberpunk 2077. Ich habe da auf jeden Fall schon einiges vorbereitet. Seid gespannt. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht's gut, euer Zeus.